Hey Leute, Crymax hier, was geht, Harry Paulberger? Herzlich willkommen zurück zu GTA 5 und heute gibt's mal wieder ein fettes Experiment, meine Freunde. Und zwar, ihr könnt es hier schon sehen, ich habe mal wieder was ganz Wildes gebaut. Und zwar, Leute, heute gibt es mal wieder das Treppenexperiment. Welches Auto schafft es weiter auf dieser kranken Treppe hier, meine Freunde? Es gibt insgesamt 15 Level, verschiedenste Auto, mit denen wir das Ganze wieder testen werden. Lasst ein Like und ein Abo da. Und heute mein Special Guest, zu dem Mir. Und da kommt er auch schon angefahren, Leute. Es geht wieder um 10 Millionen GTA-Dollar. Yo, Amir, Alter. Da bist du ja endlich. Max, freut mich, dich zu sehen. Wie siehst du denn? Platt machen. Warum siehst du denn so komisch aus? Heute bin ich Mafiosi-Armier und Mafiosis verlieren nie. Der Armier ist, letztes Mal kommt der wie ich angezogen. Jetzt denkt er irgendwie, er lebt wieder einen ganz komischen Film. Ja, Armier, bist du dabei beim Treppenexperiment? Ich bin nicht dabei, ich werde dich zerquetschen wie eine kleine Made. Ah, okay, gut. Amir, du weißt natürlich, wie das hier immer abläuft. Wir haben hier verschiedenste Level. Wir starten hier mal mit Level 1 Ferrari gegen Lamborghini. Aber wer welches Fahrzeug entscheiden darf, entscheidet das Random Vehicle Battle. Ich würde sagen, du spawnst ein Fahrzeug für dich, ich spawn eins für mich. 3, 2, 1, let's go! Oh, okay, okay. Ich werde dich hiermit abziehen. Okay, ich bin gespannt, wer weiterkommt mit seinem Fahrzeug. Weißt du was, wir werden das einfach mal testen. Lass einfach zusammenfahren. Lass einfach zusammenfahren. Leute, ich gebe jetzt hier mal Gas. Level 1, kein Problem. Level 3, auch Level 4. Oh, nein. Nein, bei Level 5 fange ich an zu hängen. Oh, Amir hängt schon bei Level 4. Was hast du gesagt? Vielleicht können wir im Rückwärtsgang hier noch ein bisschen was... Ja, komm! Nein, 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 nein. Ey, hör auf, mir hier zu blockieren, Junge. Nur weil du mit deinem komischen Bus da nicht hoch... Oh, nein. Nein, ich hänge hier auch. Komm, komm, komm. Wer das Level hier schafft, wer das Level schafft... Nein, ey. Warum schaffe ich dieses Level denn nicht? Oh, fast, fast, fast. Warte, Ami macht hier diesen Trick mit dem Ding an der Seite hier. Warte, das kann ich auch machen. Ey, geh weg. Ah, ich hab. So ein schlechter Dieb. Und hier direkt Nein. Das nächste Level habe ich auch noch geschafft. Also ich glaube, der erste Punkt geht an mich. Ich bin hier bis Level 6 gekommen, Leute. So, und so Ami, ein Dieb. Ja, ja, egal. 1-0 für mich, Leute. So, Mr. Amir, da ich das ganze Ding gewonnen habe... Oh, Leute, lass uns mal ganz kurz gucken, welcher... Der Ferrari sieht für mich so aus, als wäre der ein bisschen höher. Oh, ich will jetzt abziehen. Oh. Schau mal, merkt ihr, wie überheblich Amir hier wieder ist? Das ist wie bei den Rennen. Da hast du auch immer eine große Klappe und dann kassierst du, ne? So, nee, das. Ich nehme den Ferrari 430, du nimmst den Lamborghini Centenario. Ein Ferrari. Ein Ferrari, Leute. Und wir sind Level 1. So, kein Problem. Level 2, Level 3, Level 4, Level... Oh, nein. Nein, 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 nein. Nein, ey! Komm, komm, wir machen hier den Trick. Nein, ich komme hier nicht hoch. Nein, 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 vielleicht mit Rückwärtsgang, vielleicht mit Rückwärtsgang. Amir, darf's nicht... Oh, warte, ich glaube da... Oh, sorry. Ey, guck mal, er schubst mich runter, Leute. Sorry, ey, das war nicht mit Absicht. Ja, mit Rückwärtsgang. Es ist so schlecht. Oh mein Gott, wird das hier etwa das 2-0 der Ferrari 430? Komm, oh nein. Ich wusste das, weil der ist auch ein bisschen höher als der Lamborghini. Ja. Hast du geschafft? Ja. Oh nein, 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 Leute, Amir ist auch auf meinem Level. Aber ich glaube... Ich glaube, wir dürfen jetzt beide noch einmal versuchen, dann ist hier vorbei. Komm, letzter, last try. Ey, ey! Komm. Ja. Was? Was? Er hat's geschafft, Leute! So einfach. Nein, nein, nein. Letzter er Versuch jetzt. Er sagt zu mir überheblich, aber ich habe ihn abgezogen. Was? Ich hätte nie gedacht, dass der Lambo... Oh nein, ey, ich knall hier mal runter. Ich hätte nie gedacht, dass der Lambo höher kommt als der Ferrari, warte, ey. Warte, jetzt mach schon mal ein Level. Jetzt noch ein Level! Okay. Gut, Leute, der Lamborghini Centenario kommt hier Soll bis Level Trick 8. Sagen? Nein, 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 der kommt eigentlich bis Level 8, aber ich habe einen Trick benutzt. Die Autoteile von dir. Er fährt über die Autoteile drüber. Warte, warte, warte. Ich verliere hier auch meine eigenen Autoteile. Na, aber egal, Leute. Es steht 1-1, Lamborghini Centenario bis Level 8. Ich nur bis Level 6 hier. Okay, Amir, es steht 1-1. Ja, was habe ich dir gesagt? Ich werde gewinnen. Ja, komm, fühle ich hier nicht so. Wir machen jetzt wieder ein Random Vehicle Battle. Du spawnst meins, ich spawn deins. 3, 2... Oh nein. 3, 2, 1... Oh nein. Ich glaube, das könnte sogar höher kommen als deins, ne? Ja, ich denke auch. Vor allem der Rückwärtsgang sieht, glaube ich... Oh nein, Leute. Was habe ich denn hier? Irgendwie so ein Oldtimer-Ferrari. Sieht geil aus, der Wagen. Ist aber auch sehr flach, Leute. Bei der Challenge freue ich mich mehr über irgendwie SUVs oder sowas. Amir fährt hier... Oha, der ist aber schnell. Vielleicht kann ich mit Geschwindigkeit was gut machen. Amir fährt hier direkt los mit dem LKW. So, okay. Und Leute, wir fetzen auch, wir fetzen auch, wir fetzen auch. Nein, nein, ich hänge jetzt hier schon. Ich hänge schon bei Level 5, ey. Ja, und noch eins höher. Nein, 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 Leute, das ist nicht gut. Komm, 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 komm.
Oh, ey, nein, ich hänge jetzt schon. Komm. Oh, nein. Oh, ich hab's noch fast geschafft. Alles gut, alles gut. Geh einfach wieder hoch auf dein Level. Ah, nein, ich hänge hier, ich komme nicht easy, weiter. Rückwärts. Noch kommt rückwärts, sogar noch easy. Eins höher. Bei welchem Level bist du denn da hinten? Jetzt bei 9 habe ich geschafft. Alter, Leute, schaut euch das an. Der LKW, der kommt okay, bis zu Level 10, Leute. Krank. Und ich hänge einfach hier schon bei Level 5. Gut, also der Punkt geht an Amir, Leute. 2-1. So, Amir, du hast das Random Vehicle Battle gewonnen. Das heißt, du darfst dich hier entscheiden bei deinem nächsten Ding. Komm, und zwar, ich lasse dir eine Chance. Der Lambo sieht schwächer aus. Ich hole den Lambo. Nein, nein, nein. Mach richtig. Mach richtig. Willst ich mach richtig, weil der super schnell ist. Ich werde es da rumkatapultieren. Ah, Leute, guck mal, er wollte das so darstellen, als Ehrenmann. Okay, er nimmt den Polizei-Lambo. Ich nehme den Polizei. Uhu. AMG GTR. Oh, Leute, komm jetzt. AMG, 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 AMG Power. Komm. Nein, Mann! Der hängt ja jetzt schon, die Scheiße. Leute, ich glaube, der Polizeilambo ist echt schneller. Nein, 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 nein. Oh, Leute, also warte, ich versuche nochmal mit Rückwärtsgang, aber ich glaube fast, der AMG, der Polizei-AMG GTR hängt hier auch schon bei Level 5. Na, ich gebe auf. Okay, Amir ist bis Level 6 gekommen, ich nur bis Level 5. Das bedeutet 3-1 für Amir, Mann. Was ist denn hier gerade los? So, Amir, jetzt gibt's wieder ein Random Vehicle Battle. Und zwar diesmal darf jeder 2 spawnen und sich selbst eins aussuchen davon. 1, 2. Okay. 1? Oh nein. Der hat doch sogar 2. Ketten hinten dran. Ja, versuchen wir das dicke Fahrzeug mal. Alter, okay, Leute, lass mich mal kurz hier taktisch überlegen. Ich habe 2-mal so Muscle Car. Ich glaube, der sieht für mich aber so aus, als würde der ein bisschen höher kommen. Zumindest mit Rückwärtsgang. Okay, Amir, dann lass die Challenge beginnen. Let's go. Oh, Leute, Amir hat so ein Militärfahrzeug mit Kettenantrieb hinten sogar. Let's go! Nein, ey, warum hänge ich denn immer bei Level 5, Mann? Level 5 ist voll schwierig. Ab da fangen die ersten Autos an zu hängen. Amir schafft hier schon das Level wieder. Oh, nein, 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 nein. Ja, Rückwärtsgang, Rückwärtsgang. Oh. Rückwärtsgang, Power. Nein. Amir, du darfst das hier nicht schaffen. Nein, danke, danke, ich helfe ihm sogar noch. Danke, Bro. Ey, nett von dir. Was ist denn los hier schon wieder? Noch ein Try, noch eine Idee habe ich. Ansonsten ist hier, glaube ich, auch ja, Schluss bleib, bei mir. Ich bleib mal auch lieber hier stehen, ne? Hey, du kleine Ratte. Okay, komm, dann Amir bis Level 7, nicht nur bis Level 6. 4-1 für Amir. Oh, und er darf schon. Ich habe gerade eine richtige Pechsträhne. Die muss jetzt hier mal durchbrochen werden. Okay, Amir, du darfst dich hier. Oh nein, er hat den OP-Truck, Leute. Der Truck ist zu krank, der ist richtig schnell. Willst du voraus und so. Oder ich voraus? Aber gleichzeitig. Willst du sehen, wie ich vorher nach vorne fliege? Na, komm, warte. Weißt du was? Lass mich mal erst fahren. Lass mich mal erst mal. Aber mein Wagen ist auch nicht schlecht. Ist auch nicht schlecht hier mit diesen großen Reifen. So, komm. Okay, Level 4, Level 5, Level 6. Oh, nice, ich spring ein bisschen. Level 8. Ja. Komm, Level 9, Level 9, Level 9, Level 9. Oh nein, jetzt hier hänge ich. Okay, Amir, dann komm du mal. Ich bin hier Level 9. Mach mal Platz hier. Und. Oh nein, der kommt hier angeschossen. Der kommt hier angeschossen. Ja, alles easy. Ich habe nur einen Rückwärtsgang. Oh nein, er macht noch den Rückwärtsgang. Oh nein, der Wagen hat gar keinen Front. Alter! Warte. Der Wagen hat hinten gar keine Heckstoßstange. Der kann da einfach so drüber brettern mit seinen Reifen, mit den großen. Oh, ey, Leute, der hat wirklich das OP-Fahrzeug. Komm! Nee. Und nochmal ja, das nächste Level. Ja, gut. Okay, lass gut sein, lass gut sein. Und das nächste Level. Oh, schaffen wir das auch noch? Yo, als ob er noch das nächste auch noch schafft. Na, nein, ich glaube leider nicht. Der OP-Truck ist bei Level 11. Ja, sagen wir einfach bei Level 11. Und ich bin bei Level 9 hängen geblieben. 5-1 für Amir, Alter. Was ist denn los hier? Hey, Leute, ich will jetzt hier mal wieder gewinnen. Amir, Random Vehicle Battle, jetzt. Weißt du was? So, ja. Wenn du willst, jeder spawnt 2, du darfst deins aussuchen, du darfst sogar meins aussuchen. Du schaffst eh nicht besser zu sein als ich. Alter, wie über... Nee, sowas machen wir nicht. Ich will keine extra Wünsche. Jeder spawnt 2 Fahrzeuge und darf das für den Gegner aussuchen. Okay, Amir spawnt hier. Mach auch Random Vehicle. Mach das Flugzeug mal weg, genau. So, okay, Amir. Was gebe ich dir für ein Fahrzeug? Ich überlege gerade. Also, ich darf mir eins von deinen aussuchen für dich und du eins von meinen für mich. Okay. Oh, ja, nee, aber passt auch, weil ich will dir auch den hier geben. So, und welchen soll ich nehmen hier von den Kisten? Du nimmst den kleinen da. Den kleinen, okay. Dann nehme ich den kleinen Flitzer. Oh, Leute, ich muss jetzt hier unbedingt weiterkommen als Amir. Ich brauche jetzt mal wieder einen Punkt hier. Ich brauche jetzt mal wieder ein Erfolgserlebnis. Okay, let's go! Let's go, Amir, Digga. Hier in dem Lieferwagen. Ich hier in dem alten, keine Ahnung, was das hier ist, hier Trabi oder sowas. Ja! Oh nein! Nein, der hat nur Heckantrieb. Der hat nur Heckantrieb, komm. Nein, das zählt fürs nächste Level. Das zählt fürs nächste, weil ich mit mehr als 50% da bin. Ja, Ehrenmann, danke. Ey. So, und...
Oh, warte, wir könnten so vielleicht sogar noch Snakes schaffen, aber ich glaube, Amir kommt hier eh nicht zu mir. Warte. Ja, oh mein Gott, Snakes habe ich auch noch geschafft. Nein. Ey, das ist voll das Kletterauto, das springt immer voll hoch, wenn man gegen die Wand brettert. So, okay, bis hierhin wird Amir nicht kommen. Amir, noch 3 Versuche hast du jetzt. Oh. Ach so, hab mich noch gefangen. Alles gut, Leute. Okay, alles gut. Komm, mach jetzt hier. Du kommst eh nicht mehr zu mir. Komm, Amir, der Punkt geht an mich. Hier wirst du nicht hinkommen. Ja. 2 komm, Level schaffst du nicht mehr. Ja, Leute, 5-2, let's go. So, Amir, das Blatt wird sich jetzt wenden. Ich darf mir jetzt nämlich ein Fahrzeug alles aussuchen. Gut. Alles gut, ja, hol dir den. So, und ich nehme hier den mit den ultra riesigen Reifen. So, guck mal, Leute, ich fahre selbst über Autos einfach so drüber. So, aber weißt du was, Amir? Ich lass dir mal die Vorfahrt, weil ich komme dich dann aufholen. Dann fahr mal mit deinem Monster Truck. Monster Truck ist natürlich auch ein gutes Fahrzeug, aber meine Reifen sind allein so groß wie sein Monster Truck. So, Amir kommt hier, wir beobachten ihn mal. So, Amir ist hier, Monster Truck, Level 8. Steht hier eigentlich, sind das hier Fans oder was? Level 9, okay, der Monster Truck. Aber weißt du was, wir werden jetzt auch mal fahren. So, hier, bam. Kommt hier, ist hier überhaupt eine Stufe? Weil ich merke noch gar nichts hier. Ich merke noch gar nichts hier in dem fett gefederten Ding. Beiseite, Schmalspur. Level 13. So, also Amir, ich bin bei Level 13. Wie sieht's bei dir aus? Digga, ja, weil du nur Glück hattest. Lol, der wird sogar fast noch hier bis Level 14 hochfahren, aber dann fange ich an, mich zu überschlagen. Also 3 Level wirst du, glaube ich, nicht mehr gut machen. Das bedeutet 5-3. Amir, wo bist du bei dem Monster Truck? Welches Level? Ich glaube 11 warst du oder so. Level 10 sogar nur. Ah, okay, krass. Ja gut, Leute, 5-3 und wir gehen wieder nach vorne. So, Amir, so schnell wechselt sich. Jetzt mach ich wieder ernst, jetzt wirst du verlieren. Ja, Amir, jeder spawnt sich 3 Fahrzeuge, man darf sich einfach eins aussuchen. Eins, nein, Red Bike ist shit. 2, 3, nein, ich habe nur voll die Scheiße bekommen. Oh nein, das ist auf gar keinen Fall. Alter, schau mal, der Porsche hier ist ultra tief, der bleibt gefühlt schon bei Level 1 hängen. Das Mini-Auto sowieso kann man... Ich glaube, ich nehme hier diesen Slam-Truck und der ist auch schon nicht wirklich gut. So, Amir, was nimmst du? Er nimmt das Motorrad. Ja, ich hätte ich, glaube ich, sogar auch genommen. Ja, komm, ich probiere das Motorrad. Das ist zwar ein Red-Bike, aber... Das kann keine Wheelies so wirklich machen, ne? Ja, geht. Wenn ich am Anfang so ziehe, geht's. Okay, komm, Leute. Oh, ich werde jetzt... Oh Gott. Oh nein, ich bleib hier schon hängen bei Level 4. Oh nein. Also meine Autos, die waren wirklich alle... Die waren total schaden, meine Autos. Die waren wirklich alle ultra schlecht. Er kommt im Wheelie noch hoch. Oh mein Gott. Gut, Amir ist mit dem Motorrad bis Level 9 gekommen. Ich leider nur hier bis Level 6, Leute. Das bedeutet 6-3 für Amir und er darf das nächste Fahrzeug entscheiden. Das ist gar nicht gut hier, Leute. Ey, da habe ich einmal mal wieder Glück und dann hier sowas. Okay, Amir. Was ist das denn hier? Ja, das ist ein kleines Bonuslevel hier mit den kleinen Dingern. Okay, er nimmt den hier ohne die Kameras. Ich habe hier den mit den GoPros dran. So, mal gucken, Leute, wer hier weiterkommt. Oh, wow. Wow, ich überschlag mich ja nur. Aber ich mach schon Salto, lol. Oha, wann bleibt hier schon hängen, oder was? Nein. Ey, das ist schwierig. Man bleibt allein hier schon hängen. Man bleibt hier schon hängen bei Level 4, Leute. Das ist ja wie der Slam-Truck gerade. Ey, aber Amir, kleiner Fun-Fact, der Slam-Truck ist gerade bei dem gleichen Level hängen geblieben, wie die kleinen Dinger hier. Dein Ernst? Ja. Oh, ich hab's. Ach, Digga, ey, so ein Lacker. Ey! Ja, Leute, Amir. Er lässt mich nicht durch, Leute. Amir, du hast jetzt noch 3 Versuche. Ja, dann geh weg. Dann habe ich 3 Versuche. Dann geh mal weg. Nein, ich beobachte das hier. Ich muss doch deine Versuche beobachten. Oh nein, Leute. 2. Versuch. Das war der erste. Okay. 2. Und ach, Ritter, Digga, over. Ein Schmutz, Alter. So, ich bin bis Level 5 gekommen, Enno bis Level 4. Das heißt, ich krieg so den Punkt 6-4, so Leute. So, Mr. Amir, so jetzt. Willst du spielen? Ja. Kein Problem, Alter. Ja, so will ich spielen. Zack. Amir, pass auf, jetzt machen wir folgendes: Jeder spawnt 3 Fahrzeuge und man muss das kleinere nehmen, also von der Höhe her. 1, 2. Oh, den hätte ich gerne. 3. Okay, das kleinste ist, glaube ich, bei mir der erste. Ja, bei mir auch. Oh, okay, rein vom Ding her? Ich weiß es nicht. Amir ist schneller mit seinem Pagani. Meiner ist, glaube ich, auch ein bisschen höher als sein Front. Obwohl, ne, ich weiß nicht mehr. Ich habe auch voll den hässlichen Frontspoiler. Leute, wir finden es raus. Hier der Buffalo gegen den Pagani. Let's go. Oh nein. Wir bleiben beide hier auf diesem Level hängen. Oh, komm. Oh mein Gott. Oh Gott, Alter, Leute, was ist das?
Ah, verdammt. Ah, warte. Warte. Wow. Wow. Der Frontspoiler hat es bei mir eingedrückt. Ich konnte hochfahren. Let's go. Und komm, komm, komm. Ich bin ein Level höher als Amir. Ja. Ich krieg den Punkt. Hey. Let's go. Random Vehicle Battle gewonnen. Das heißt jetzt mittlerweile 6 zu 5 und ich darf das nächste Fahrzeug entscheiden, Leute. So schnell kann das Platz sich wenden, Amir. So, jetzt ist hier halt die Frage. Die Monster Trucks, also rein von den Reifen her, circa beide gleich auf. Wie sieht es hier hinten aus? Auch relativ gleich. Weißt du was? Ich vertraue trotzdem auf diesen neuen, auf den bunten. Ich hoffe, der ist irgendwie ein bisschen krasser von der Ding her. Kein Fehler halt, ne? Was soll ich sagen? Oh nein, er sagt schon Fehler. Leute, finden es raus. Mal gucken, wer weiterkommt. Der Oldschool Liberator, der Monster Truck, der OG, schon immer in GTA. Oder hier, oh nein. Oder hier diese neuen Rampendinger. Okay. Okay, Amir, gerade hier vor mir, aber das hat ja noch nichts zu heißen. Der Rückwärtsgang ist ganz gut hier bei meinem. Okay, so ja, jetzt Level 10. Ich wollte mal gucken, ob, wie weit du kommst, Digga, weil ich komme jetzt nach. Ja, dann komm doch, Junge. Oh, oh, sorry, sorry, hab dich nicht gesehen. Nicht, dass sie wieder heißt, ich würde hier... Oh, nein, 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 warte, oh, nein. Amir hat das so. Level hier schon geschafft, aber warte, ich werde auch kommen. Level 10. Mann, ey, warte. Ich muss das schaffen, ich muss das schaffen. Ey, Amir, du Stück Scheiße. Guck mal, er fällt sogar nochmal ein Level runter, nur mich zu sabotieren hier. Du bist ja richtig ein Ekliger. Nein. Tschüss. Oh, Leute, ey, so ein Dummschwätzer. Na gut, weißt du was, dann geht der Punkt an dich, weil du, wenn du mich angeschubst hast, dann hätte ich eh nicht geschafft alleine. Mhm. Obwohl, doch, jetzt schaff ich's alleine, schaff's alleine. Wuhu, okay, also Gleichstand. Oh, Mann, Gleichstand, Alter. Beide Level 10, Leute. So, Mr. Amir, jetzt gibt's ein Random Vehicle Battle. Und weißt du was, wir machen einfach ganz schnell. Du spawnst für mich, ich spawn für dich. Oh, was ist das denn für eine Kiste? Hä? Und Random Vehicle. Oh, nochmal. Ja, Random Vehicle. Brauche ich nicht. Oh, oh nein. Ich glaube, da ist gefühlt meiner sogar besser. Oh nein. Wir gucken mal, Leute. So. Der Zug kann natürlich nicht darauf. Okay, Amir, wir gucken. Du hast irgendwie so einen komischen Transporter. Ich habe hier so ein. Oh, was ist das, so ein alter Rolls Royce? Nee, alter Bugatti ist das. Okay, krass. Das ist ein alter Bugatti sogar. So, schauen wir mal hier. Bugatti Power, ob die Alten da auch was drauf haben. Oh, oh, ich bleib jetzt schon hängen. Oh, nein, 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 nein. Amir kommt im Van. Okay, wir sind hier beide. Level 5. Danke. Nein. Danke, Bro. Danke, oh, Bro. Ey, Mann. Warum helfe ich dem Bummi denn? Oh, nein, danke, jetzt bleib ich hier hängen. Jetzt bleib ich hier auch noch hängen. Okay, ich bleib hier hängen. Der Bugatti bleibt hier hängen. Der Truck packt eins weiter. Auch ein bisschen durch meine Hilfe. Aber das bedeutet, sagen wir einfach, es steht 6 zu 6. Und das bedeutet, Amir darf das nächste Fahrzeug entscheiden. Und er nimmt hier schon den Bentley Continental. Und ich nehme hier diesen Mercedes Maybach, dieses Konzeptcar, Leute. Ist auch ein geiles Auto, die Limousine hier. Aber ist tief, Leute, ist tief. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin hier hochgejumpt. Meistens ist ja tief eigentlich gut, aber irgendwie hier bei der Challenge will man das... Oh ja, nein. Und genau hier bin ich hochgejumpt, Bro. Wegen dem Crash. Bei der Challenge will man das irgendwie nicht so, dieses tief. Warte, aber das Heck, das sieht so geschwungen aus hier bei meinem Wagen. Vielleicht kann der so heckmäßig... Nein. Oh, zum Glück. Warte, Ami hat mir hier eine Motorhaube hingetroppt. Vielleicht kann man mit der Motorhaube was dribbeln. Nein. Zwei. Alter, ja, okay, warte. Das wird hier nichts mehr. Nein. Drei. Wird nichts. Ja, okay, der Bentley kommt weiter. Leute, es steht 7 zu 6 für Amir. Aber wir haben noch zwei Level. Beziehungsweise, es gibt noch ein Level, aber ein Random Vehicle Battle. Also ist noch alles offen. Amir, so, du spawnst jetzt 3 Stück und du darfst dich für eins entscheiden von deinen Fahrzeugen. Eins, zwei. Not bad, not bad. Mal hin, eins. Ja, der ist schlecht. Hallo? Zwei. Oh nein. Komm, gönn doch jetzt mal ein SUV oder sowas. Ey, Bro, Mann, was hab ich denn hier für einen Much, Alter? Magst du dich an der Gewinnerseite da hinten? Ah, ey, Mann, bei allen bleibt man übelst früh hängen. Ich glaube, ich werde sogar den Sportwagen nehmen, in der Hoffnung, dass ich einfach mit Geschwindigkeit punkten kann, die anderen. Also Leute, die werden genauso hängen bleiben, sage ich dir hart auf hart. Okay, aktuell sind wir noch gleich auf, aber als ob der Rangy hier nicht hochkommt. Das ist kein richtiger Rangy, Digga. Das ist ja so ein GTA-Auto. So ein GTA-Rangy, so ein Fake-Rangy. Mhm. Der Fake-Rangy, Leute. Okay, wir lassen mal kurz Ami hier machen. Ja, wir müssen hier zur Seite. Komm, mach mal. Mach mal, versuch mal dein Glück. Ah, schade. Nein! Er ist sogar ein bisschen hochgeflippt. Flip! Nein, er flippt nicht. Ich glaube, wir bleiben beide hier hängen. Amir. Oh mein Gott, ich wollte dich gerade als Speedboost benutzen. Ja, ich habe schon gemerkt. Bei einem Rangy SUV und dem Sportwagen, dass die beide auf gleichem Level sind, hätte ich echt nicht gedacht. Das bedeutet, Amir,
Weißt du was? Es muss eigentlich einen Gewinner geben. Wir machen noch ein kleines Random Vehicle Battle. Jeder spawnt jetzt einfach nochmal ein Fahrzeug. Was ist, wenn ich gegen dich easy jetzt gewinne? Dann haben wir das letzte Fahrzeug gar nicht mehr. Okay, okay. Dann lass uns halt, ja, aber warte, wer darf denn dann auswählen? Ich bin der Gast, ich darf auswählen. Nee, ich habe weniger Punkte. Ich darf auswählen. Ach, raus da, gut. Amir. Raus so aus dem Hot Wheels Car. So einer bist du also. So. Ah, es steht doch 7-6, Amir. Ja, okay, so. Kein Problem. Armin hier im C63, ich hier im Hot Wheels Auto, Leute. Ich hoffe, dass wegen dem großen Hinterreifen, dass ich damit gut im Rückwärtsgang irgendwas regeln kann. Okay, jetzt bleibe ich hier hängen und jetzt Rückwärtsgang-Meter. Die Rückwärtsgang. Oh, die Meter funktioniert. Nein. Mein nein. Gott, bitte, 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 bitte. Nein, nein, ja, nein. Ja, nein. Ja. Leute, ich muss auf nächste Level schaffen. Oh nein, 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 nein. Wenn ich gewinne, lache ich. Nein! Oh mein, ich gewinne wirklich deswegen, ne? Nein! Ich gewinne wirklich deswegen. Ja! Ja! Oh, aber er hat es ja auch geschafft. Warte, warte. Ey, warte! Dieses Hot Wheels Auto, das hat so einen Glitch. Man kann, schau mal, mit dem Hinterreifen glitscht man sich irgendwie in die Stufe rein. Nein, 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 das klappt noch mal. Guck, wie es machen will. Guck, wie es machen will, Leute. Er schafft es aber nicht. Komm, glitsch doch! Mann. Ja, ich bin hochgekommen, noch rein. Erst, ja, okay, das war's. Das war's, Leute. Oh, Hot Wheels Auto, Gott. Level 6, R Level 8. Im C63. Danke, gut, dass Leute. Du mir das gegeben hast. Dankeschön, Mann. Hat Armin das Ding heute gewonnen, das Treppmax. Ich hab gesagt, ich Leute, lasst ein Like und ein Abo da. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gerne noch mehr Experimente in die Kommentare und checkt Armin aus. Bis dahin, haut rein, Leute, euer Cramax.